Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibi ilahil alamin, abil qasim al-mustafa Muhammad, wa ala ahli baytihi al-tayyibin al-tahirin, la siyama baqiyatillahi fil aradhin. Wir wollen einige Themen in Bezug auf die Sura Al-Fatiha, Al-Hamd, besprechen. Diese Sura ist sicherlich eine der wichtigsten Suren für uns Muslime, die in unserem Leben eine große Rolle spielt. Im Gebet ist sie ein zentraler Bestandteil des Gebetes. Fünf Gebete, die wir am Tag verrichten, jeweils in den ersten beiden Rak'at wird diese Sura rezitiert. Also 10-mal am Tag wird diese Sura rezitiert. In den Mustahab-Gebeten gibt es kein Gebet, außer mit der Sura Al-Fatiha und der Sura Al-Hamd. Es ist eine sehr wichtige und wesentliche Sura, die wir also hier behandeln werden. In dem Zusammenhang sind einmal wichtig die Namen, die diese Sura trägt. Sie hat verschiedene Namen: Fatihatul Kitab, die Eröffnende, die den Koran eröffnet, Al-Hamd, das Lob. Ummul Kitab wird sie genannt, die Mutter der Schrift wird sie also genannt. Ummul Quran, die Mutter des Korans, das heißt das Zentrum des Korans. Sab'um min al-Mathani, also die sieben, die doppelt gesandt worden sind, die sieben Verse, weil sie aus sieben Versen besteht. Al-Wafiya, die Treue. Ash-Shifa, die Genesung. Al-Kafiya, die Genügende. Al-Asas, das Fundament, und As-Salah, das Gebet. Das sind verschiedene Namen, die diese Sura trägt. Die Bedeutung dieser Sura erkennt man natürlich auch daran, dass sie am Beginn des Korans steht. Und der erste Vers dieser Sura ist gleichzeitig auch der erste Vers des Korans. Der erste Vers des Korans, der eben hier an vorderster Stelle steht, am Buch der Offenbarung, die Schrift der Offenbarung, die mit der Sura Al-Fatiha beginnt. Am Beginn dieser Sura steht Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Barmherzigen. In dem Sinne kann man eben sagen, wir werden dann noch darauf näher eingehen, auf die Bedeutung, auf die engere Bedeutung, auf die nähere Bedeutung dieses Verses, dass die gesamte Rechtleitung des Menschen im Namen Gottes steht, dass die gesamte Rechtleitung des Menschen und der Geschöpfung, könnte man eben sagen, im Namen Allahs, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen steht. Weil nun auch die Schöpfung für den Menschen hier geschehen ist, dass hier eine Welt entstanden ist, wo der Mensch einer Prüfung ausgesetzt worden ist, kann man auch sagen, dass die Schöpfung der Himmel und der Erde im Namen Gottes, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen steht. Es gibt eine besondere Rechtleitung des Menschen, das heißt die Schrift der Rechtleitung, der Koran, Al-Quran. Sie steht im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Damit beginnt sie. Diese Barmherzigkeit und diese Rechtleitung, die dem Menschen eben zuteil geworden ist, auch diese Rechtleitung ist im Namen des barmherzigen Gottes. Es gibt verschiedene Besonderheiten dieser Sura, dieser Einheit des Korans, dieser sieben Verse. Sie besteht aus verschiedenen Teilen, einen einleitenden Teil des Korans, dieser Sura, und einen weiteren Teil. Man könnte es vielleicht drei Teile nennen. Das erste ist die Lobpreisung Gottes. Das zweite ist die Dienerschaft Gottes. Und das dritte ist das Dua, das Bittgebet, die Sprache des Dieners mit dem Herrn, eine Anleitung Gottes an die Diener, wie sie mit ihrem Herrn sprechen können. Die Sura Al-Fatiha wird also als das Fundament des Korans auch genannt, eine Besonderheit dieser Sura, wo der Koran, wo der Prophet in diesem Zusammenhang sagt, وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ التَّوْرَاتِ فِي التَّوْرَاتِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ
Also es gibt nichts, was ihr gleich wäre, weder in der Tora noch in dem Evangelium, noch in dem Psaltern, noch im Koran selbst gibt es etwas, was dieser Sura ähnlich wäre. Hier Ummul Kitab, sie ist die Mutter dieser Schrift, also das Grundform, das Fundament der Schrift und das Fundament der Rechtleitung des Menschen. Also eine Besonderheit dieser Sura, sie ist auch zweimal gesandt worden, heißt es, ist überliefert, wie es auch im Koran heißt, hier gegeben, darauf hingewiesen wird in Sura Al-Hijr, Vers 87, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Wir haben dir sieben von den Doppelten gegeben, diese sieben Verse der Sura Al-Hamd, der Sura Al-Fatiha und auf der anderen Seite den gesamten Koran. Hier die Sura Al-Fatiha auf der einen Seite und der Koran, der Rest des Korans, der andere Teil des Korans außer der Sura Al-Fatiha auf der anderen Seite. Und in dem Zusammenhang heißt es auch vom Propheten in einer Überlieferung, Inna Allah Azza wa Jal, قال لي يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. Allah hat zu mir gesagt, berichtet der Prophet, wir haben dir gewiss sieben von diesen Doppelten gesandt, die zweimal gesandt worden sind, und den Koran, den großen und den großartigen Koran. فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب. So hat er hier mich ausgezeichnet, die Auszeichnung auf der einen Seite durch die Fatihatul Kitab. Also diese ist eine besondere Auszeichnung des Propheten, die dem Propheten gesandt hat, offenbart worden ist. وَجَعَلَهَا بِإِزَاءِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Und er hat diese Sura, Al-Fatiha, neben dem Koran gestellt, als ebenbürtig dem Koran gegenübergestellt. وَإِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ أَشْرَفُ مَا فِي كُنُوزِ الْعَرْشِ. Das, was es in der Sura Al-Fatiha gibt, oder die Sura Al-Fatiha selbst, ist das Höchste, das Erhabenste, das man in den Quellen der Offenbarung und am Thron Gottes finden kann. Sie ist also eine besondere Auszeichnung, diese Sura. Die Wichtigkeit der Rezitation ist auch sehr wichtig für uns, dass wir darauf hinweisen. Hier heißt es in einer Überlieferung vom Propheten Ayyuma Muslimin, قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ كَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَيِ الْقُرْآنِ. Also wenn jemand, ein Muslim, wenn ein Gläubiger, die Sura Al-Fatiha rezitiert, dann bekommt er in einem Maße Lohn und Belohnung, als ob er zwei Drittel des Korans rezitiert hätte. Also die Sura Al-Fatiha, eine besondere Sura. Wenn man diese Sura, diese sieben Verse liest, ist es, als ob man die zwei Drittel des Korans, also wir haben 6000 und einige hundert Verse, als ob man 4000 Verse rezitiert hätte. وَأُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ كَأَنَّمَا تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ. Und er bekommt in einem Maße, der Diener Gottes, der Muslim, der Gläubige, bekommt in einem Maße Belohnung, als ob er eine Spende jedem gläubigen Muslim und jeder gläubigen Muslima gegeben hätte. Also eine besondere Auszeichnung der Sura Al-Fatiha, die einen großen Stellenwert hier nun besitzt. Die verschiedenen Namen haben wir besprochen. Wir wollen uns nun dem ersten Vers hinwenden. Die Sura Al-Fatiha beginnt mit dem Vers Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lob sei Allah, dem Herrn der Menschen in aller Welt. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, Malik Yawmiddin, dem Inhaber, dem Besitzer des jüngsten Tages des Gerichts. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe und Beistand.
Ihdinas siratal mustaqim, leite uns den geraden Weg, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladhdallin, dem Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast, nicht den Weg derer, die dem Zorn verfallen sind, und nicht den Weg derer, die in die Irre gehen. Das ist die Sura al-Fatiha. In ihren 7 Versen, wie wir sie besprochen haben. Und wir werden dann in den kommenden Sitzungen auf die einzelnen Verse näher eingehen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.